Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Karte von Thüringen. Wir werden aktuell dringend auf Feld 12 beginnen. Wir haben gerade den Kurs berechnet. Den werden wir mal speichern. Und dann werden wir noch einen Kurs anhängen. Das heißt, hier müssen wir ganz schnell den Kalk in den Dings bekommen. Dann werden wir noch zurück. Ist ja zu spät. Shit. Das heißt, er wird nichts vorfinden. Naja, gut. Und so viel Kalk und nichts in Lage. Oh, nee. Na gut, egal. Normalerweise müsste jetzt die Fehlermeldung kommen und dann warten. Na, schauen wir. Kein Grund zur Panik. Fällt schon wieder hin. Durchgefahren. So, das klappt schon mal. Dann werden wir gleich das andere holen, den neuen Kalk. Aber wir werden nochmal den LKW parken. Ich habe einen Platz für gefunden. Wir parken den mal hier rechts ein. Obwohl, das ist ungünstig. Jedes Mal reinfahren und rausfahren ist ungünstig. So. Müsste eigentlich unser... Gehen wir hier rein. Jetzt brauchen wir einen Traktor für die Überladerwagen. Hast du wieder eine Chance? Oder wenn normalerweise wieder gleich zurückfahren, ne? So. Den können wir vernehmen. Der ist hinten ausgehängt. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht den verkehrten nehmen. Dann abkoppeln. Und wir wieder mühsam den zweiten anhängen. Ne? Na, tanken du wirst nicht. So, fahren wir ganz schnell los und dann probieren wir uns mal die Überladewagen. Dann können wir das gute, teure Saatgut da rein befördern. Wollen wir in die andere Richtung gucken, ne? Nach vorne, ne? So kommen wir alle entgegen. Ich fahre die verkehrte Richtung. So, oh. Müsste eigentlich da reinkippen. Eigentlich. Oh, nee, das ist nicht gut.
Und zwar. Nicht ganz am Trigger, die Helle. Fahren wir in die andere Richtung. Oh. Das ist die hohe Kante. Runterfahren will ich nicht, da ist mir die Sorge, dass er sich festfährt mit dem Hänger. Der Traktor rein, der wird noch packen, aber der Hänger weiß ich nicht. Dann muss ich mir quälen. Böse Kante. Sehr böse. Wer hat das gebaut? Mal so gar nicht im Schatten, ne? Ein Wasserloch. Ja, wieder rein. Müsste einer der Kalkschreiber wiederkommen? Hier werden wir gleich um den Düngerstreuerfahrer kümmern. Ergänzen noch einen Überführungskurs für Feld 12. Müsste eigentlich drin sein. Zwar noch so in den Silos, aber das ist egal. Gut, das läuft dann mal schon mal, ne? Dann können wir ganz kurz Lenkung wieder. Ich glaube, die Zeit nicht gedrückt. Nein, nein. Das wäre heute die zweite Folge von Samstag. Das muss ich schätzen. Alles immer mehr typisch. Muss die Reihenfolge ändern. So, dann machen wir noch 15 Minuten, dann ist das platten. Will ich auch nicht mehr ziehen. Man möchte ja niemanden langweilen, ne? So. Der arbeitet auch nicht reif. Flügen und fleißig. Flug 70%. Ja. Wo fährt er hin? 48. Glaubst du wohl nicht, ne? Er wäre wohl hingefahren. Kurz warten, denk mal, wie wird das? Dann brauchen wir eine Weile für, bis das eingestellt ist. Das stockt alles. Geht noch nicht. Dreh durch. Nun kommt ja am Dienstag der Patch für das Spiel. Hoffen wir das Beste. Gut, jetzt funktioniert es. Wir sind nur noch zurück. Mit 48 sind wir jetzt, 47. Wir sind da hingefahren. Auch nicht schlecht.
Wollen wir die Karte größer machen und gucken, wo wir genau sind. Ah, jetzt weiß ich. Ja, ja, wo ist das? Wo war die Kalkulatur alleine? Also Akku können wir erst machen, wenn wir es theoretisch... Also wir müssen den Flüger schon ein bisschen Vorsprung lassen, also der ist dann doch ein bisschen langsam auf Dauer. Obwohl mit einem anderen Mod wäre noch langsamer, mit dem Originalflug. Schöner Hafer, ne? Wir sollen besser mal eine Innenansicht machen. Wegen der Bäume. Schreibt doch mal rein, was ihr lieber habt. Innenansicht oder Außenansicht? Das wäre auch mal so eine... Können wir noch eingehen. Einfach reinschreiben. Ich mag lieber die Innenansicht oder Außenansicht. Ist egal. Bei vielen Sachen muss ich ja Außenansicht machen, wie ich jetzt nicht voll füllen will. Oder wenn ich jetzt einen Kurs einfahre und nicht genau sehen will, wie lang gefahren wird. Aber hier so wie jetzt auf langen Strecken und so, das ist an sich von innen viel noch angenehmer, denke ich mal. Nicht so laut. Da irgendwo mal trocken bleiben. Temperatur 70 Grad, das war so. Oder war es da schon heftig? Das hackt gerade im Spiel. Aber liegt daran, dass er einfahren muss, die Dinger hier. Hat durchdrehende Reifen, hat er durchdrehende Reifen. Aber hier muss ich an außen machen, damit entsprechend aus. Kalk! Ah, das kann sein, dass ihr nicht eingestellt werdet. Mal gucken. Mal schauen. Laden. Befüllung Kalk. Das ist okay. Macht allein zu. Und dann denken wir, das klappt. So, was hat er durchdrehende Reifen? Erzähl mal. Wo tut's dann weh? Hab schon viele Fahrzeuge. Kommt ein Rückwärtsfahren nicht klar. Da wäre vielleicht eine andere Maschine besser. Wegen dem Knicklenkung. Könnte Probleme haben. Könnte. Müssten wir einen anderen Takt noch nehmen. Deswegen auch das große Vorgewende. Dass es da wenige Probleme gibt. Da kann er nämlich, wenn die Bäume am Rand sind und er hat ein wenig Vorgewende, dann gibt es Probleme. Ob
bloß vom Logischen wäre, man würde erst innen drin arbeiten, außen zum Plus. Müsste man mal nächstes Mal berücksichtigen im nächsten Feld oder so. Wir gehen mal ganz kurz auf Reparatur. Oh, teuer, du. Noch nie gefahren. Na, der Flug ist auch nicht kaputt. Die waren zu viel. Düngerstreuer, Kalkstreuer oder Düngerstreuer, eine kleine. Hier, mein Silo kann auch Kalk aufnehmen. Für Dünger sehe ich gerade. Da ist Kalk. Sagt gut. Und Dünger sich jetzt nicht. Doch, da ist Dünger. Okay. Aber das Coole ist, ich habe die anderen Silos verkauft. Aber die sind noch da. Wahrscheinlich sind die platzierten Objekte da und dann hat die anderen drüber gestellt. Wahrscheinlich. Und der Kalksteuer arbeitet wieder richtig. Das ist gut. Jetzt werden wir uns um Saatgut kümmern. Der mächtige Unternehmer hinten hier. Mächtig Unternehmer hinten. So, fahren wir wieder in die Garage rein. Als wieder können angesagt hier. Oder wird nichts. Die grobe Richtung passt schon mal. Ich weiß noch nicht genau, wofür die Hänger braucht. Aber das ist einfacher, die fahren zum Hoch und Land da voll. Also soll ich doch alles hinterher fahren tun. Wüste, hat aber gut geklappt. Jetzt können wir uns auch gut. Oder Dünger war, glaube ich. Dünger, Dünger. Das ist ja richtiges Kapital hier drin. Da
Ding ist relativ teuer. Ich bin auch fleißig bei. Oh, und Rohr ausfahren. Ranpirschen langsam. Oh, wie schön das geht. So, können wir lange ausmachen. Schauen wir mal, wie lange das dauert. So, das gehört mir. Statt dir. Quatsch, mir, nicht dir. So, wollte ich gucken? Achso. Oh. Ja, Gerste. Gerste. Ne, Raps ist für Hafer. Hafer ist 6 Tonnen noch. Ey. Das heißt, jetzt 9 Uhr. Gegen 15 Uhr nahm er das. Ruhe. Das heißt, wenn man um die Ausfahrt kümmern. Unser fleißiger Fahrer für Flug arbeitet durch. Er zieht eine Bahn nach der anderen. Der Kalker schafft auch ganz gut. Aber der ist zu schmal. Das ist nicht gut. Da ist wieder, passt es wieder. Und da, das ist nicht gut. Das heißt, wir müssen das nochmal machen, aber nicht so genau. Wir müssen den Kurs neu berechnen, weil er es einfach zu viel offen lässt. Wir schauen auf die Karte und da um die Ecke. Ja, noch ist der Verlust nicht so groß, aber wäre schon sinnvoll, wenn man es richtig machen würde. Ne? Das heißt, beide Kurse werden gelöscht. So, liebe Freunde, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Das war Folge Nummer 2. Der Samstag ist zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein System ist noch nicht abgestürzt. Das Klopf auf Holz. Lag also an Windows. Super. Hab ich auch mal getroffen. Würde mich freuen über einen Like. Oder ein Abo. Ich sag mal Danke. Ansonsten hört und sieht man sich zur nächsten Folge. Hoffe ich jedenfalls nicht. Dann sage ich Tschüss und den Link gebe ich dann. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Ingo Thüringen. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. So, und jetzt werden wir den Kurs neu laden. Also wir werden mal den alten löschen. Kartenfeld 38 haben wir löschen, da hatten wir hingehauen. Wir berechnen mal neu. Rundherum 2 Meter 18, oh je. Ich habe 18 Meter war, aber war nicht. Ah. Da müssen wir ganz kurz gucken im Shop. Das war 18 Meter gewesen sein normalerweise. Düngertechnik. 20 Meter, 20 km/h, 12. Hier steht was drin, Reitmeier, eine Treutelle. Plus 6 Meter.
Macht Gesamtbreite von 18 Meter. Also 18 Meter passt. Zwei, zwei, weich. Machen wir mal so stehen. Ein bisschen rechnen lassen, den Burschen. Zurück. Das ist aber weniger, ne? Bin ich jetzt ein bisschen plemplem. Könnte zu wenig sein, ne? Ja, zu wenig. So keine 18 Meter. Ja. Löschen. Neu. Zumindest nur 16 Meter oder so. Typisch. Das ist typisch. Voller Crash. Rückwärts fahren. Aus dem Gefahrenbereich raus. Aber da kennt ihr nichts, das ist noch nicht eingestellt. Keine Kollision oder so. So, dann muss ich mir überlegen. Sieht rein optisch besser aus. Nacharbeiten. So. Klappen hinten. Das stimmt aber auch nicht. Kann man nicht nachmessen, ne? Das ist doof. So. Ich speichere mal noch kurz. Dann tun wir noch einen Kurs ergänzen. Ergänzen geht nicht. Kurz entlassen. Überführung. Hier ist ein Specht. Gut. Oder nicht gut. Wahrscheinlich ist das irgendwie noch nicht richtig. Aber gut. Ich wollte Sarg gut vorbereiten. Und den einmal zurückstellen. Böse Löcher, böse Löcher. Aber gut, normalerweise fahren wir da ja nicht. So, haben wir hier angekommen.
Aufnahme läuft gar nicht, ne, oder? Oder doch? Bin ich ganz sicher. Angezeigt wird ja jedenfalls. Na gut. Ob blau und dunst, Risiko. Also schönen Sonntag noch, ne? Quatsch, Samstag. Mit der Tür los. Aber der Kuchen hat gemundet und der Kaffee. Ich werde mir nicht gleich Kaffee machen. Weil bei mir ist jetzt Kaffeezeit. Ich habe nächste Woche Feiertag. Mal sehen, ob ich Samstag. Ob ich Freitag arbeiten darf, kann oder muss. Keine Ahnung. Auf Plan ja. Jemand auch nicht arbeiten kann. Aber das wird man sehen, wenn es weit ist, ne? Freitag ist ja nicht so lange, wie Tage, sind nur 6,5 Stunden. Das schaffen wir auch. Kein Problem. So. Bereiten mal die Überführung vor für Hafer. Ja, klappt sogar. Ja, Wahnsinn. Übrigens, ich kann jetzt Bäume pflanzen, ne? Das werde ich mal gleich tun. So. Fahren wir gleich Richtung Feld 60, um die Ernte vorzubereiten. Aussehen, das ist immer noch so früh. Wir müssen ja die Fahrzeuge ein bisschen Vorsprung lassen. Ein paar Meter jedenfalls. Flügen gut aus, kalken und dann nacharbeiten. Nicht gut gemacht, zu viel Freiflächen. So, Innenansicht. Bin weniger laut. Soll ich nicht gleich Kaffee vorbereiten? Für mich? Könnte ja rüberreichen, aber wird nicht funktionieren. So, angekommen. Ups. Aber mir reif, wie gesagt, 6 Stunden und 15 Uhr sind reif im Spiel. Das dauert noch ein bisschen. Wir fahren auf 1, solange ich auf 38. Also wenn Dünger fertig ist, dann kann man über ein dann kann man über nachdenken, ob man das sagen wir mal, der ist fertig, bis auf die kleine Ecke da oben. Das ist nicht so tragisch. Unkraut sehe ich keins. Beziehungsweise ist weg. Alles gut. Das ist super. Dann holen wir gleich mal einen Nachschub. Geht er nie auf.
Da doch. Ups. Hier muss man sich hier mal einen Punkt markieren, wo hinfahren wir. Das ist ein bisschen klein, ne? Farblich bisschen auffällen. Ja. Jo, das geht sehr gut. Und auch schnell. Wollte ich sehen, wie runterging, war? Oho. Gut. Ja, kann er gut stehen in der Ecke hier, aber ist gut. Erstmal. So. Aussaat vorbereiten, das heißt, wir können ja mal gleich mal voll machen. Der Traktor ist ungünstig. Der hat hinten irgendwie eine ganz, ganz blöde von der Bereifung her. Wir werden mal wissen, die Reifbetten schmaler machen. Dazu werden wir mal ganz kurz hier mal kurz reparieren, also umändern. So. Steht ja schon mal. Dazu mal konfigurieren. Das heißt, Reifenhersteller Standard, Reifenvariante Terra, Reifen und Gewichte. Oder Breitreifen, das haben wir gerade gehabt. Obwohl, die sind besser. Radgewichte. Standard. Ach, Terra ist sehr breit. Oh, Radgewichte normalerweise nicht. Nur wenn die tut. Er hat ja vorne ein Gewicht. Michelin. Gut. Geht ja in den dusseligen Wenderadius. Könnte besser sein. So, dann werden wir mal gleich. Der Kaltschalter ist bei 64%. Da tanken wir mal auch gleich nachher. Mal gucken, ja, das müsste besser sein. Ist besser geworden, denke ich mal. Weiter wegzoomen, dass wir den Anhänger sehen können, Sämaschine, und dann geht er los, voll machen, kurz öffnen, ja, ist weit weg. Will er nicht. Vielleicht hier hinten mal sehen. Ach, da geht. Dünger hat er gemacht. Weil ich sag noch hinten auch. Aha. Gut, hat aber geklappt. Ob es nicht klappt beim Kursplay, da werden wir sehen. Das muss nur abendlich laufen. Und der ist ein bisschen breit, das ganze Geschehen. Könnte seine Probleme macht. Könnte.
So, gedüngt ist. Jetzt bereiten wir die Ausfahrt vor. Jetzt können wir auf Geschwindigkeit 5 gehen. Läuft. So, Kalk erst bei 30%. Okay, ganz gut. So, mal schauen, was unser Kalk teuer macht. Der Boulder bin ungünstig steht. Beim Flügen geht's vorwärts. Fliegt doch alles. Gerade die zweite Bahn. Entlassen. Indem wir jetzt die zweite Bahn nehmen. Obwohl das auch mittendrin ist, ist auch ungünstig, wenn wir da anfangen, wo er aufgehört. Dann schenken wir so viel. Irgendwo hat er aufgehört. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. So, liebe Freunde, schauen wir in der Weiterfolge an. Ansonsten möchte ich noch kurz verabschieden. Ach da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über ein Like oder ein Abo. Dann sag ich mal Tschüss und Winke. Sag mal danke fürs Zuschauen. Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao und bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.